Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und zwar heute zum einzigartigen... Oh, hier können wir schon sehen, Leute. Uns wird direkt ein Support-Item vorgeschlagen, das Relic Shield. Ja, guck mal an. Also, heute zum einzigartigen Pink Pike Jungle Gameplay, ja. Das kann man tatsächlich in Chroma kaufen für den guten Boy. Wir kaufen jetzt erstmal ein Jungle-Item. Ich habe keinen Bock, ihn auf Support zu spielen, deswegen spielen wir heute im Jungle. Und wir werden, beziehungsweise ich werde euch heute alles Mögliche über ihn erzählen, was ich weiß. Damit, es sind ja gerade sehr, sehr viele Fragen. Dieser Chap ist komplett gehypt, kann man sagen. Ja, es ist unglaublich schwer, ihn zu bekommen. Alle möglichen Leute wollen ihn spielen. Die Q ploppt instant auf. Bei Ornn war das definitiv nicht der Fall. Ornn hat einfach niemanden interessiert. Ja, grundsätzlich erstmal danke noch an Abyssal Zepter, Magnetowurst Seriu und ein PBE Maxi, die mit mir hier versuchen, auf PBE diesen Champion zu bekommen. Grazie. So, grundsätzlich fangen wir an. Und zwar, was gibt es zu Pike zu sagen? Viele haben natürlich gesagt, ja, Tobi, das wird auf jeden Fall ein Jungler, das wird kein Supporter. Riot hat ihn als Supporter angekündigt und er wird auch ein Supporter. Warum ist er ein schlechter Jungler? Ich meine, wir werden ihn junglen, aber scheiße, ich hätte mit ihr anfangen sollen. Ich habe es aus Versehen geskillt. RIP. Ist egal. Auf jeden Fall, er hat im Jungle nur zwei Spells. Seine Q und seine E. Das ist sein Damage. Also seine W ist relativ useless und seine Passive ist auch komplett useless, weil die funktioniert nur gegen Champions. Ja. Bedeutet, wenn uns ein Kha'Zix mit Level 3 entgegenkommt, der wird uns einfach komplett umbringen. Weil wir können nichts machen. Er wird auf uns, wer ist der gegnerische Jungler? Rengar, ist auch nicht so gut. Ja, wir haben nichts. Wir können einmal E machen, einmal Q. Das war's einfach, Leute. Das ist RIP. Und deswegen, er kann gut ganken. Sein Jungle Gear ist nicht gut und auch trademäßig ist er nicht gut. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal gegen Leute spielt, die gut sind, dann ist RIP. Ja, dann ist einfach komplett RIP. Ansonsten, seine Q ist ganz cool, die kann man ja channeln quasi. Man kann einmal pieksen, dann macht sie AOE-Damage, das wird für den Jungle gut sein. Und man kann auch aufladen. Wenn man das Ding auflädt, dann zieht das natürlich den Gegner und es zieht ihn immer in die gleiche Richtung. Was heißt, ihr habt gesehen, beziehungsweise die gleiche Distanz. Wir haben ihn diesmal hinter uns gezogen, weil er sehr nah dran war. Ne? Das ist also cool, steht es direkt vor euch, zieht er dann ran. So, wir müssen jetzt Taunty holen, denn der wurde gebufft. Ich hoffe, dass Rengar uns hier keinen Stress macht. Ja, wir nehmen erstmal sein Schild hier weg. Machen hier mal Q-Damage ein bisschen. Ich hoffe, der wird uns hier wirklich nicht streitig gemacht. Viele sind ja noch hier, gerade auf dem PB, dass sie noch nicht... Die waren ihren normalen Level 3 Jungle Kill. Du bist ja kein Level 3 mehr. Wir könnten jetzt direkt Midlane ganken. Das könnten wir versuchen, Leute. Nevermind, können wir nicht, weil wir gar nicht Level 3 sind. Aber... Oh mein Gott! Ja, okay, also es war jetzt nicht krass, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich den Skillshot treffe. Also... Holy Mamboli. Guten Tag. Einmal bitte. Ah, schade. Okay, sie ist auch irgendwie... Also das Q, muss man sagen, ist relativ einfach zu dodgen tatsächlich, ja? Geht relativ einfach. Weil man muss es lange channeln und dann fliegt es relativ langsam. Na, das ist nicht unmöglich. Was ich auch übrigens sagen muss, Leute. Ja, viele sind ja schon hyped über den Champ, muss man sagen. Und viele sind dann auch so, boah, der wird komplett broken und der ist komplett GG und Riot, Balance und so weiter. Das hier ist ein Test-Server, ja. Und natürlich werden jetzt wieder alle YouTuber sagen, dass der Champion broken ist. Das kennt man. Aber auf dem PBE kommen die Champions, damit sie gebalanced werden können, ja. Die müssen erstmal die entwickeln und dann müssen sie gucken, okay, testen wir das mal. Wie läuft es denn ungefähr, ne? Und das muss auf dem Test-Server gemacht werden, deswegen, ja... Ist er halt am Anfang vielleicht mal ein bisschen zu stark. Lieber einen Champion auf den PBE bringen, der zu stark ist, als wenn er zu schwach ist, weil... Ja, stellt euch vor, ihr freut euch richtig krass auf einen neuen Champion und der ist einfach sau schwach, scheiße. Es macht einfach keine Freude, es macht keinen Spaß. Und das ist einfach räudig, ne? Es gehört einfach so ein bisschen dazu. Ja, und wie gesagt, meistens sind die Leute auf dem PBE so unglaublich schlecht, dass du sogar... Du wirst... Also ihr werdet Gameplay sehen, wo du als Kane im Jungle komplett alles auseinander nimmst. Und ihr werdet sagen, hey, Tobi hat gesagt, der ist schlecht, der ist gar nicht schlecht. Wenn ihr gegen Leute spielt, die zwei Arme und fünf Finger haben, dann wird er, glaube ich, nicht besonders gut sein. Du wirst ihn junglen können, du brauchst aber Early Kills. Wenn du die nicht bekommst, ist RIP. Glaube ich mal. Also, weiß ich nicht. Wenn wir Rengar facen, der wird mich einfach töten. Mit dem Dash könnt ihr übrigens ebenfalls über Wände springen, was cool ist. Ja, das klappt auch. Ihr guckt euch diesen Jungle hier an, Leute. Guckt ihn euch an. Beide Spells, Q und E, haben GG Cooldown, ne? Der Jungle ist... Also... Der ist RIP. Ich hatte letztens noch einen Kommentar gelesen. Da meinte jemand... Komm schon, den muss ich wenigstens kriegen. Da meinte jemand, wenn ich den noch kriege, dann resettet das Camp. Aber... YOLO! Ah, okay. Aber wir haben noch 10 Gold bekommen, ist worth. Also... Da meinte jemand, hey, den kannst du ja überall spielen. Na, das sind die Leute, die nicht nachdenken. Die gucken sich das Kit an, die denken so, ja, cool, dies und das, ne? Ihr müsst immer gucken, was hat ein Champ. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich kann überall spielen. Das geht gar nicht, das ist Quatsch.
Ne, weil. Können wir noch Schuhe kaufen? Ne, wir machen das so. Wir brauchen ja Tiamat. Dieser Champ kann nicht in der Mitte gespielt werden, der ist RIP. Das Ding hier ist ein. Klar, man kann es ein bisschen werfen. Es ist ein super schlechter Wave Clear. Und das Teil fliegt. Ja, es fliegt nicht durch Minions durch. Ja. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit gepokt werden und könnt euch nicht wehren. Auf der Top-Lane könnt ihr absolut nicht traden. Da gilt fast dasselbe wie im Jungle. Ja, ihr habt einfach nichts. Ihr habt zwei Spells. Das ist RIP. Wir können aber Midlane gucken, ob wir was machen. Eigentlich ist Diana immer noch Level 5. Also eigentlich nicht die beste Idee. Taunty hole ich mir, Leute. Wir holen uns Taunty. Wir gehen mal durch die Mitte. Vielleicht können wir was machen, vielleicht auch nicht. Ist auch gar nicht so wild, falls nicht. Wir springen hier durch. Stun ist ge... Oh, Stun hat nicht getroffen. Really? Das war echt knapp. Aber ich wollte eh Taunty holen. Ist gar nicht so schlimm. Ja. Wir ziehen uns den mal ran hier und hepp. Zack, ist sein Schild weg. Das ist gut. Na, Taunty ist jetzt sehr, sehr wichtig. Sollte man immer mitnehmen. Zack, gestunt. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht einen Botlane-Gank ranbringen können oder sowas. Wäre auch nicht verkehrt. Und Peaks. Zack. Erinnert mich übel krass an so einen Rogue aus WoW. Jetzt vielleicht nicht in Pink, aber finde ich schon sehr krass in diese Richtung. Ja. Dann wir nehmen mal den einen hier mit. Das soll auch alles dann sein. Nicht, dass wir beide hier töten. Es ist einfach eine Geburt, Leute. Wenn ihr First Clear Tiamat kriegt, okay, aber sonst. Wir gehen als Botlane ganken, Leute. Da sehe ich mich. Let's go. Wir müssen. Leider sind das sehr, sehr viele Minions, aber wir machen mal die W an. Die hält auch relativ kurz. Das heißt, ihr seht, die läuft jetzt schon aus, was nicht ganz so geil ist. Aber ich bin da. Und die E kommt und die E ist da. Sehr schön. Schön, 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 schön. Was außerdem extrem gut ist. Ist, also wir müssen ja so ein bisschen über seine Ultimate noch reden, ne? Seine Ultimate. Also. Seine Ultimate. Oh, das wollte ich gar nicht. Fühlt sich so ein bisschen an wie Echo auch, das Gameplay, muss man sagen. So ganz bisschen, ne? So irgendwie dieser Sand-Echo auch. Ne, seine Ultimate. Grundsätzlich, man kann sie dodgen. Ja, sie ist krass, sie ist stark. Aber man kann sie dodgen. Das heißt, wenn der Gegner wegdasht oder so, dann verfehlt das Ding. Die Ultimate kann nicht als Dash benutzt werden, wenn kein Champion getroffen wird. Das heißt, ihr habt eine hohe Reichweite. Rein theoretisch kann man es hier benutzen. Hier, 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 überall. Aber das Ding... Haben wir Tiamat fertig? Ich hoffe doch. Ja, sehr gut. Das Ding, der Dash funktioniert nur, wenn ein gegnerischer Champion getroffen wird. Dann cool, dann sonst nicht cool. Das, was ich an der Ultimate krass OP finde, sind zwei Sachen. Das erste ist... Eigentlich kann man drei Sachen sagen. Das erste ist erstmal... Vielleicht sogar vier Sachen. Also, das erste ist, man macht ja X-Damage und man exekutiert ein Ziel und alle anderen, die vielleicht sogar mit dem X drinstehen, kriegen ebenfalls Schaden. Ja? Darius exekutiert auch ein Ziel, aber er killt nicht alle anderen drumherum. Ja, das heißt, das ist schon mal RIP. Das zweite ist, dass es extrem hohen Base-Damage hat. Ja? Das heißt, ich könnte jetzt schon Ziele mit 22 HP exekutieren. Das ist unglaublich krass. Also, es ist wirklich heftig. Und das wird später wirklich, es gibt Leute, die haben es schon ein bisschen getestet. Das geht locker bis 1200 Execute oder so hoch. Das ist heftig, heftig, heftig. Ich glaube, hier ist das Balancing von Riot so ein bisschen, dass man gesagt hat, okay, er wird eh ein Supporter sein auf lange Sicht. Im Jungle wird er zacken. Ich sag euch, er wird zacken. Ja, wir können ja wetten, außer sie bufft ihn in der Zeit noch richtig krass. Aber ja, ich sag euch, wir wird zacken. Hm. Dass er einfach auf der AD-Position oder Supporter kriegst du gar nicht so viel Geld. Ne? Dass du dann vielleicht... Dass das Balancing darauf hinaus ist, dass du nicht so viel Geld kriegst und dass du dann auch nicht so einen hohen Wert auf die Ultimate hinkriegst. Ne? Hier im Jungle kriegen wir natürlich ein bisschen mehr Geld. Vielleicht auch, wenn man noch einen Kill bekommt. Wir gehen mal Top-Lane. Und das letzte ist natürlich mit der, oder eine, noch weiter Punkt, mit der Ultimate ist natürlich, ihr kriegt volles Kill-Gold. Das heißt, und auch euer Mate, ihr könntet... Oh, ich bin durch den Pilz gelaufen. Und gestunt. Und... Ab! Das ist cool. Wir können ihn ulten, aber wir töten ihn so. Muss ja nicht sein, ne? Also ihr kriegt volles Killgold. Das Beste wäre also, wenn der Supporter, wenn ihr Pyke Support spielt, immer den Kill macht auf der Botlane. Ne? Das wäre unglaublich gut. Weil dann kriegt er fettes Gold. Das ist so, als würde man einen Cannon-Minion mit dem Relic-Schild machen. Ne? Da will man ja auch das fetteste Gold mitnehmen. Das ist definitiv nicht verkehrt. Den zweiten wir nochmal. Wir haben eh nichts anderes. Gehen jetzt in die Mitte. Also beim Q-Max geht der Cooldown um 2 Sekunden jetzt mal runter. W-Max wird um 5 Move-Speed mehr. Ist also relativ wenig. Und E... ist ein bisschen Damage und ein bisschen Stun Duration. Okay, das hat nicht geklappt. Jetzt werde ich allerdings sterben. RIP. Außer er blockt das. Ah, danke. Ah, ich bin RIP. Ja, das ist, da war ich zu deep. Das war my bad. Definitiv my bad. Aber die E ist auch gar nicht so unglaublich einfach zu treffen, muss man sagen. Problem ist, jetzt kommt auch was... Sorry, my bad. Wir kaufen uns jetzt erstmal... Wir kaufen uns mal CDR-Schuhe.
Jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Faktor ebenfalls dazu, seine Passive. Seine Passive hat nämlich eine zweite Komponente, und zwar wandelt sie Bonus-HP in Attack-Damage um. Man könnte sich das jetzt vorstellen wie bei Vladimir, aber ist anders. Das heißt, er ist wie Jhin. Er kann so viel HP kaufen, wie er will, er kriegt nicht mehr HP. Alles, was er an HP kauft, ändert sich nichts. Ne? Bedeutet, ich glaube 140 HP sind 1 AD ungefähr. Ne? HP kaufen ist nicht so worth und dieser Champ wird immer relativ wenig HP haben. Ich glaube, er hat mehr Base-HP als andere Champions dafür. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Könnt ihr mal gucken, wir sind Level 7, haben 1100. Janas Level 8 hat 1200. Na gut, dann komme ich da noch. Soll ich da hin? Na, vielleicht gehen wir da hin. Ich könnte da gleich ulten. Zack! Na, schön. Also Range ist GG. Na, wir können das jetzt auch zum Jungle Clearen benutzen. Das heißt, wir ziehen ihn mal. Hier sehen auch, dass das Ding relativ lange ready ist. Zack! Na, ist okay. Damit lebt. Ich glaube, ich musste noch einen vierten Punkt zur Ultimate landen. Ja, das ist der Base Damage. Das wollte ich noch sagen. Der Base Damage von der Ult ist unglaublich hoch. Also bei Level, das ist jetzt schon bei Level 1, 265. Ich glaube, das scaled mit dem Level tatsächlich. Das hat gar nichts mit dem, kann das sein? Wir müssen mal gucken. 265 Stufe 1, das war doch vorher 180 oder sowas. Ich glaube, das scaled halt wirklich mit dem Level. Den nehmen wir nochmal mit. Zack. Haunty ist oben, der kommt gleich. Da unten geht eventuell was, aber auch nur. Könnte ich executen, aber keine Ult ready. Versuchen wir die Dinger nochmal zu clearen. Mit Tiamat geht's ja jetzt halbwegs. Oh Leute, ich dachte, die hat hier. Hat die jetzt mich gesehen dadurch? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Ocean Drake wäre geil, aber Drake Control mit diesem Chap ist mit Sicherheit komplett beschissen. Da wirst du gar nichts machen. Also wirklich gar nichts. Ich will ihm jetzt nicht das Gefühl geben, als würde ich Midlane ganken wollen. Aber eigentlich wollte ich nur Passing the Mid quasi. Aber es ist okay. Es ist okay. Eigentlich wollte ich nur rüber. Na, nehmen wir das hier mal mit. Den guten Taunty. Ich habe leider keinen Mal. Obwohl, jetzt einen Dash haben wir. Damit können wir in die Rüstung wegnehmen. Zweiten den Boy. Zack, zack. So. Können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Gibt es noch was Wichtiges zu sagen zu Pyke? Die E ist halt unglaublich geil zum Escapen, ne? Ihr dasht irgendwo hin. Und Gegner, die euch verfolgen. Das ist meiner. Das ist meiner. Gegner, die euch verfolgen, werden einfach instant gestunt. Na, das ist super gut. Das ist wirklich gut. So, gucken wir mal, ob wir was machen können. Vielleicht Toplane. Wir haben wieder Ultimate. Achso, und noch eine Sache, die bei der Ultimate unglaublich krass ist. Das ist der härteste Schildcounter, den es gibt. Ich hatte vorhin ein Spiel, da war ein Gegner, ein Tahm Kench. Ihr kennt ja, wenn Tahm Kench sein Dings anmacht. Oh, der hat Vision von mir. Sein Schild anmacht, da kriegt er einfach 3000 Schild oder so dazu. So gefühlt, ne? Und das Ding ist, dass das Kane nicht, ich sag immer Kane, ich weiß nicht warum. Das ist Pyke nicht interessiert. Pyke interessiert nur die HP. Nehmen wir an, ein Champion hat, wir haben hier ein Execute von 300. Er hat 300 HP und 5000 Schild. Der Gegner wird trotzdem exekutiert, weil er 300 HP hat. Es geht wirklich nur um die HP. Das Schild interessiert gar nicht. So, wir machen die hier und dann gehen wir shoppen. Das ist der Deal. Wir könnten auch im Toplane gehen. Ich glaube, das machen wir, aber wir haben keinen Mana. Ne, wir gehen erstmal shoppen. Ja, items technisch werde ich jetzt erstmal auf Yumus gehen. Ich hatte mir überlegt, Draktarblade wäre vielleicht cool. Problem an Draktarblade ist allerdings, dass, wir kaufen uns mal eine Smite-Machete. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser, die E zu treffen. Das Problem an Draktarblade ist, also ich dachte erst so, ja, voll cool, du machst Auto-Tag, dich unsichtbar, beziehungsweise W, Auto-Tag. Die Wahrheit ist aber, dass man immer mit W engaged. Das macht also gar keinen Sinn eigentlich, ne? Sehr wenig Sinn, kann man sagen. Sehr, sehr wenig. Nasus rastet da oben aus. Okay. Gucken wir mal, dass wir mit dem Blue nehmen. Dann gehen wir mal nach unten. Gucken, ob wir da was machen können. Zack. Gehen wir mal runter. Let's go. Komm schon, da muss doch was gehen, Leute. Ich bin da. Let's go. Wir dürfen die W halt nicht zu früh anmachen, weil die nicht so lange hält. Ich weiß noch nicht, ob die Gegner kommen. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal schauen, ob da einer ist. Und dadurch geht. Habe ich sie gestunt? Ja, habe ich. Na, ich hätte es jetzt ulten können, aber das passt ja auch so. Ja, das ist. Zack. Jetzt können wir unser One-on-One hier mal sehen. Ne? Das ist, obwohl, jetzt kriegt er seinen Execute gleich. Wir haben ihn gleich. Zack. Naja, das war aber auch schon. War auch schon eine knappe Kiste. Also, der Rengar ist jetzt auch nicht besonders gut. Na, hier haben wir gesehen. Ich habe so viel AP schon wieder bekommen. Die Synergie ist definitiv gut. Synergie zwischen
Hier sehen wir auch diesen Balken. Bis dahin muss ich ihn low kriegen, dann kann ich ihn executen. Aber was? Oh, shit, okay, das war bad. Aber wir sind relativ fix. Zack. Okay, das ist echt schade. Aber das ist der Support. Das ist Support schon. Das ist kein Top-Lane-Support. Und er ist schon 0-2. Jetzt könnte man natürlich sagen, er ist broken, aber... Weil man einen 0-2-Supporter tötet, der ein paar Level unter einen ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass es broken ist, ne? Hält sich in Grenzen, sag ich mal. Ich kann mal gucken. Es gab mal so einen Befehl. Ich glaube, das funktioniert nicht. Naja, irgendwie gab es mal einen Befehl, da konnte man dem Gegner Geld geben. Geld und etc., weil es auf dem PBE, damit dann man weiter testen kann. Na, damit es ein bisschen ausgeglichen ist, aber ich denke, das funktioniert hier nicht mehr. So, wir können ja mal gucken, ob wir ein bisschen... Wir müssen jetzt erstmal Draktable, Jungus bauen. Ah, wir haben noch nicht. Ah, wohl doch, es passt. Da könnten wir mal gucken, ob wir einfach mal HP kaufen, ne? Bisschen HP. Items, die halt gut sein könnten, sind Black Cleaver. Wären vielleicht... Frosthammer. Man könnte einfach hier eingeben, Attack Damage und HP. Ne? Zack. Starak's Gate wird nicht so gut sein. Das Gate nämlich mit maximaler HP. Trinity Force, auch nicht so gut. Ich glaube, er hat nicht so das spambare Kit. Wobei CDR schon nicht schlecht ist. Ja, Edge of Night ist wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Na, Deadman's Plate. So, HP-Items generell machen dich natürlich ja nicht tanky, aber haben dann noch so Effekte, die dir zum Beispiel Movement Speed geben. Vielleicht auch nicht verkehrt. Wir können mal hier durch den Jungle jaggern. Hier, ich glaube, ich habe nicht Rengar irgendwo gesehen, oder? Allerdings habe ich keine Rengar und mein Dings ist relativ... ich dachte jetzt, ich bin eine Ewigkeit unsichtbar, weiß ja gar nicht, ne? Es hält nur ein paar Sekunden. Midlane können wir mal. Wir könnten jetzt hier rüber dashen. Machen wir einfach mal. Löp, hat nicht geklappt, aber das hier klappt. Ja, das klappt. Hopp! Na? Hält halt auch sau lange ready, ne? Können wir jetzt gleich nochmal benutzen. Ich habe immer noch die Ult, also Bock hätte ich schon. Viel fehlt dann nicht mehr. Okay, das war schon, dass, der ist ein bisschen zu früh geplatzt. Also die W ist ganz nett, um schnell aus Sachen rauszukommen. Das ist definitiv nicht verkehrt, ne? Komm schon! Ah, ich habe ihn gezogen! Tötet ihn! Da muss ich rein! Das ist meine Bestimmung! Mist, Alter. Also spielt sich übel krass wie Echo irgendwie. Fühlt sich die E, fühlt sich 1:1 wie Echo an. Auch wenn es... Also nicht 1:1, ist halt anders, aber... Das Problem ist, ich denke so... Ich glaube, das ist wegen diesem Geist, ne? Ich denke so, gerade irgendwie hatte ich das Gefühl, ich gehe jetzt rein und drücke gleich Ultimate und bin raus, ne? Warum nicht? So, wir kommen ins HP. Wir haben 1566. Haben jetzt einen HP-Stein. Wir sehen, wir haben 1566. Das heißt, man müsste wirklich einfach gucken, was sind Items, die einen geilen Effekt haben. Frosthammer zum Beispiel. Ne? Frosthammer ist ein Item, was einen coolen Effekt hat. Da heißt, wir würden viel AD bekommen. Man könnte natürlich auch auf Black Cleaver gehen. Wobei Black Cleaver, wenn wir ehrlich sind... Oder Titanic Hydra. Ich meine, wir haben schon Hydra, ne? Aber Black Cleaver, wenn wir ehrlich sind, ist komplett beschissen. Warum? Ja, ich habe heute im Facebook vorhin gesehen, ich habe 6 mal Black Cleaver. Also, na, da wollten sie natürlich übertreiben, weil das halt... Grundsätzlich gibt es hier richtig viel AD etc., aber... Womit willst du denn den Black Cleaver stacken? Ne? Hier, guckt euch an. Ich kann Auto-Attack, Tiamat vielleicht, Q. Also, das dauert einfach viel zu lang. Ist komplett RIP. Ist einfach komplett RIP. Und dass ich jetzt 8-3 stehe, das liegt nicht daran, dass der Champion broken ist. Sein Ult ist zu krass, muss ich sagen. Ja, der hat zu viele gute Sachen. Ich finde, wenn sie jetzt den Reset runternehmen, dann wäre es, glaube ich, okay. Dann wäre es vielleicht ein bisschen noch Damage runter und Reset weg. Ich weiß nicht, warum die Ultimate ein Reset haben sollte. Also, das verstehe ich halt wirklich nicht. Warum sollte diese Ultimate ein Reset haben? Verstehe ich nicht. Gibt es eigentlich keinen Grund zu. Die hat... Das ist wirklich eine Ultimate, die einfach alles kann. Ja? Alles. Aber das ist gar nicht mal so einfach, immer zu treffen. Muss sie nicht haben. Da könnten wir ulten. Gucken wir mal. Nevermind, der ist tot, bevor wir da sind. Na, auch diese Skins. Guckt euch den an. Der Water Diana und Water... Hier, wie heißt der? Vladimir Skins. Das sind... Also ich freue mich ja nicht oft über Skins, aber diese hype ich. Da freue ich mich wirklich sehr drüber, die Skins. Die werde ich mir instant kaufen. Wirklich instant. Einfach mal aus dem Miss Fortune Ding rausziehen. Rip. So, wir können mal noch da in der Mitte die vorbeischauen. Können wir mal gucken, was wir da machen. Das Problem ist so ein bisschen... Nehmen wir an, wir sind ein Supporter. Nice. Nice, nice, nice.
nehmen. Aber guckt euch an, der Execute bei ihr. Fast halbes Leben, Leute. Das ist krank. Wir machen jetzt einfach so. Und machen das Ganze noch einmal. Okay. Alter. Na, das ist gar nicht so einfach. Not. Komm, mal ein bisschen Damage. Ein bisschen noch. Ja, potenziell, aber auch nur potenziell. Zack. Easy. Whoop. Hier, ich hab was. Oh, wieso? Ah, schade, da ist er weggeflasht. Wir können aber immer noch, wir sind ja relativ fix tatsächlich. Ich glaube, ich gehe aber lieber für den Boy hier. Oh, ja, Dario. Nett. Also ich denke, er wird ein Supporter, aber kein, also Mid-Game, Early-Game-Support. Im Late-Game, ganz ehrlich, ich hätte lieber einen Rakan im Team als den, weil der Engage, guckt euch an. Wir sind ein Champion, wir können keine AP kaufen. Rakan sind teilweise super tanky und selbst wenn nicht, sie haben einen Instant-CC. Also springen rein und charmen sofort alles. Und hier, wir gehen rein mit das... Das E ist relativ kurze Range, das heißt, wir werden auf jeden Fall entkamouflagisiert. Und, boah, weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass es geil wird. Ich sage euch, der Champion wird eine, egal was andere YouTuber euch sagen, ich predikte, er wird 45% Winrate haben im Jungle. Irgendwie sowas. Außer er wird halt komplett gebufft bis dann. Das kann natürlich sein, wir haben jetzt gerade mal am Anfang. Aber, gucken wir mal, ich würde gerne noch mal ein bisschen Action machen. Dann gehen wir mal nach unten. Da ist noch ein bisschen was unterwegs. Ich würde mal, Teamfight ist natürlich krass mit der Ultimate. Da ist auf jeden Fall Action. Ich mache mal hier das Ding an. Den battlen wir, Leute. Da ist unser Support-Chain. Ne, da sehe ich mich. Komm her, Freund. Oh, gestunt. Dann ziehen wir den mal rüber. Und zack. Den könnte ich jetzt executen. Mache ich das? Nee. So, weh an. Also diese Energie gefällt mir wirklich. Ne? Du bist sehr schnell. Kommst meistens sogar, wenn der Gegner um dich rum ist, schnell weg. Gefällt mir. Ja, war jetzt nicht die krasseste Runde, 4:35, aber ich habe wirklich jetzt schon 5 Stunden dran gesessen, diese Runde aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, hat euch trotzdem gefallen. Ich habe viele Sachen erklärt. Falls ihr noch Fragen habt, haut die doch gerne raus. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und tschüss. Danke fürs Zuschauen.